Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und da geht es heute um einen Film, bei dem sich die Kunstwelt teilte. Die erste Verfilmung der Drei-Groschen-Oper war schon vor der Premiere ein Debakel. Brecht wollte Gesellschaftskritik, die Produzenten klingelnde Kassen. Und heraus kam eine ganze Menge Negativkritik. Suppenwasser, so betitelte man den Film zum Beispiel. Ziemlicher stofflicher Gegensatz zu den zähen Filmrollen der Zeit. Regisseur Georg Wilhelm Pabst sah Bert Brecht dann vor Gericht wieder, der sich um sein Mitbestimmungsrecht am Film betrogen sah. Er kam damit nicht durch. Kurt Weil aber kam durch und bekam das Entscheidungsrecht zu seiner Musik zugesprochen. Das war ein Präzedenzfall in Sachen Urheberrecht. So, und dann wird zur Premiere heute vor 90 Jahren fein der rote Teppich ausgerollt und hübsch gefeiert. Die Drei-Groschen-Oper, der Film in der Regie von Georg Wilhelm Pabst, wird 2 Jahre später von den Nazis dann verboten. Ein Kalenderblatt von Thomas Hartmann, gelesen von Conny Wolter. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir eine Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Das Lied der Seeräuber Jenny. Gesungen von Lotte Lenya in der Verfilmung der Drei-Groschen-Oper aus dem Jahre 1931. Natürlich spielt hier die Gattin von Kurt Weil keine Piratin. Sie arbeitet in einem Bordell. Und als Jenny hat sie gerade den Verbrecher Mackie Messer an die Polizei verpfiffen. Lotte Lenya ist längst nicht die einzige namhafte Aktrice, die dem Stück mit Musik in einem Vorspiel und 8 Bildern zur Leinwandexistenz verhilft. Neben ihr führen Carola Neher und Valeska Gerd in das kriminelle London. Dazu die Herren Rudolf Förster, Paul Kemp oder Ernst Busch. Und der Haifisch, der hat Zähne. August 1928, Uraufführung der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weil. Trotz der Skandale und der Zeitnot im Vorfeld, das Werk begeistert das Publikum. In Berlin, bald deutschlandweit und im Ausland. Eine Verfilmung liegt auf der Hand. Brecht arbeitet zunächst daran mit, doch will er nun über sein Stück hinaus. Der Film soll politisch ambitionierter, gesellschaftskritischer ausfallen. Es kommt zum Streit mit dem Produzenten, zum Prozess und zum Vergleich. Brecht ist raus aus der Arbeit von Georg Wilhelm Pabst. Erwartbar kann der Schriftsteller mit dem Ergebnis nichts anfangen. Man nahm für den Film all das, was ich in dem Stück verspottet hatte, die Romantik, die Sentimentalität und so weiter, und ließ den Spott weg. Da war der Erfolg noch größer. Der namhafte Kritiker Herbert Jehring springt nach der Premiere genauso unfreundlich mit der Drei-Groschen-Oper fürs Kino um. In seinen Augen ist das Bühnenstück 100-mal mehr Tonfilm als dieser monumentale Schinken. Erstaunliche Vorwürfe. Ein Monumentalschinken von Pabst? Der Mann hat Meisterwerke wie Die freudlose Gasse, Die Büchse der Pandora oder den Antikriegsfilm Westfront 1918 abgeliefert. Sollte ihm ausgerechnet die Drei-Groschen-Oper so missraten sein? Keineswegs. Die Vorwürfe verblüffen nämlich noch mehr, wenn man den fertigen Film sieht. Wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Spott gibt es genug in Pabsts Drei-Groschen-Oper. Die von Brecht missbilligte Romantik kann wohl nur sehen, wer sie entdecken will. Die angebliche Liebe zwischen Mackie und Polly sieht doch eher nach einem Mix aus Neugier und Geschäftsbeziehung aus. Sogar in Sachen Gesellschaftskritik geht es nicht zimperlich zu. Wenn die Verbrecher statt Banken zu plündern, selbst lieber eine betreiben, sagt das viel. Hinzu kommen die darstellerische Klasse des Ensembles und die technischen Qualitäten des Films. Der Regisseur betont nach einem späten Wiedersehen mit seinem Werk, dass der Stil der Drei-Groschen-Oper ja eigentlich ein Stummfilmstil war. Wir haben nicht die Dialoge als den Vordergrund zu nehmen, sondern noch immer ist das optische Bild die Erzählungsform. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kapp bis Hochspeer. Trotz der Brecht-Kritik, Pabsts Drei-Groschen-Oper wird schon 1931 mehrheitlich als künstlerisch gelungen betrachtet. Heute gilt sie als Klassiker.
Allerdings als einer, der vielen Filmfans nicht vertraut ist. Aber nur so kann es die Möglichkeit geben, Neues zu entdecken, selbst wenn es älter ist. Der Film zur Dreigroschenoper. Vor 90 Jahren gab es die Premiere. Damals hatte Bert Brecht die Obhut über seine Kunst verloren. Heute hätte er ja angesichts der vielen Inszenierungen seiner Stücke gut zu tun, wenn er das alles begutachten wollte.